Ja, willkommen nochmal hier zurück bei Live in the West. So, wir haben wahrscheinlich gar nicht genug von allem. Okay. Oh. Warte, warte, warte. Ja, Stefano hat den Fehler hier herausgefunden. Ich habe einfach zu weit vorgebaut gehabt. Das war ein bisschen briesig. Wobei, dann passt das ja mit dem Boden ja trotzdem nicht. Was Oh passt jetzt in Gott. den Boden nicht? Ja. Ich weiß so, Stefano, ist egal. Okay. Weil ich werde es dann ja sehen. Mal gucken. Geh weg, du Kacktruhe, ey. Geh weg. Raus da. Raus da. Das meinte ich nämlich Newland. Die machen immer, was sie wollen. Es wäre nett, wenn du mal da weggehst. Warum? Warum seid ihr immer genau da, wo ich bauen will? Was ist euer Problem? Warum? Ach so. Ach so. Soll das hier bleiben oder was? Nein. Oh, ich habe mich gerade gefreut, ehrlich. Warum? So. Ich glaube, das wird nicht gut aussehen. Ich glaube, ich werde da wieder was abreißen müssen. So. Okay, also ich glaube, das muss hier. Ja, das geht nicht. Stefan? Ja. Das Kryotium hat noch eine höhere Oh, komm Kühlleistung da als raus. es ist Ender. Es ist kälter als Ender, ja. Es verhält sich allerdings in Summe ein bisschen anders als das Enderium. Okay. Also das ist reine Kühlung und Enderium transportiert das Ganze ab. Also ja, teleportiert es. Also es geht auch gar nicht so sehr um die Kühlleistung, sondern den Strom. Der Strom wird produziert durch den Kontakt mit dem Gehäuse. Das Gehäuse wird aufgeheizt. Dadurch entsteht der Strom Ja, das hast du bei mir schon Big mal Reactor. erklärt gehabt. Verkehrt. Tai, manchmal baust du echt Mist. Was? Warum? Du hast vor mein Haus Beton gelegt. Ja und? Ja, und was passiert, wenn du Beton vor eine Tür legst? Oh shit. Merkst du einen Fehler, ne? Entschuldige bitte. Oh nein, es tut mir leid. Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Schmelze funktioniert nicht mehr richtig. Hör auf zu jammern, learn to play. Musst nur rechtzeitig abbiegen, dann kommst du auch direkt in deine Tür wieder rein. Nee, tatsächlich nicht. Wenn Beton vor einer Türe steht Das geht oder nicht, du liegt, kommst nicht rein. Das kommst du ist. nicht rein. Du kommst auch nicht auf Leitern rauf dann. Kommst du auf keine Treppen mehr rauf. Nee, er hat da ja. Oh, Kacke.
Aber seitdem gibt es mehrere Wege in mein Haus rein. Oh Gott. Ekelhaft. Hier ist noch ein Fehler. Da habe ich jetzt irgendwie noch einen Fehler entdeckt. Ah, siehst du, ich wusste das. Mist. Mist, aber hier ist ein Fehler. Ein Fehler. Aber sowas von. So. Frisst. Tu dir keinen Zwang an. So. Das Problem ist, den Kryotheumstaub kannst du ja auch bloß in der Schmelze machen, ne? Was? Ja. Den kannst du nur in der Schmelze so gelendes Kryotheum machen. Zumindest habe ich kein anderes Rezept, wo ich das, wie ich den Staub zu den Kryotheum mache. Und das Problem ist, ich brauche 4000 Grad heiße Schmelze. Wie heiß ist Lava? Sehr heiß? Ich vermute nicht heiß genug. Sieht man das irgendwo? Wie heiß Lava ist? Warum geht das nicht? Du kannst das gelende Kryotheum oder den Kryotheumstaub auch genauso gut in Magmatite verflüssigen. Echt? Ja. Was tust du? Das würde mich auch wundern, wenn du Flüssigkeit aus Thermal Foundation nicht in Thermal Foundation Maschinen herstellbar ist. Das Problem ist, ich habe kein Rezept dafür gehabt. Ich habe nur für die Schmelze. Ja, wenn du Rechtsklick auf das Rezept machst, dann ist das korrekt. Mach einen Rechtsklick auf den Eimer und dann ätzend. Siehst du, dass das da... Okay. Dann kannst du da durchklicken. Weil mit dem Eimer kommst du zum... Ah, Mist. Flüssigkeitstransporter und kannst dann durchschalten auf zum Magmatitel. Okay, das ist jetzt natürlich... Scheiße. Insofern muss ich jetzt hier gucken. So. Was stehen erstmal leer kriege. Das wird doch bestimmt nicht reichen, oder? Jetzt ruckelt's, ja? Jetzt ruckelt's und jetzt kann ich wieder nicht fliegen? Oder liegt das am Beton? Nein, das liegt am Ruckeln. Mir geht's die ganze Zeit schon so, dass ich einen Spot suche, wo es so wenig ruckelt, dass ich in die Luft komme. Uff. Mein Geduldsfaden ist etwas angerissen, was das Fliegen angeht. So. Kannst du? Ja, bin ich in der nicht. Luft. Doch, ich auch jetzt. Oh, Gott sei Dank. Voll die verwöhnten Schweine, ne? Oh, ich kann durch die Map gucken. Nice. Eklig. Oh Gott, oh Gott. Ich will nun das Kellerloch da fertig machen. So. Gut.
Problem mit den Fliegen ist, dass ich hier jetzt etwas baue, wo später ein Aufzug rein soll und jetzt keiner drin ist. Das heißt, ich habe außer Fliegen keine Möglichkeit, die Hütte fertig zu bauen. Haben wir überhaupt noch Endstein? Nee, ne? Das glaube ich herstellen. Bevor du das herstellst. Ja, ich weiß. Kannst du auch kurz in die Müskraftfeld gehen und das mit dem dicken Hammer abkloppen. Wo geht ist denn schneller. Die? Wo ist denn die? Wenn du die Bücher nicht umgeräumt hast, dann vom Arbeitszimmer aus entweder rechts oder links. Also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht, Fedorin, nochmal. Was stimmt denn hier nicht? Mann! Du willst mich doch echt jetzt veräppeln, oder? Ja. Nicht du. Was? Nein, er hier. Wobei, ganz ehrlich. Das so, ist jetzt eigentlich Verschwendung. Eigentlich. Aber dann ist das jetzt so. Was kann man hier raus noch machen? Emaillierte runde Wand. So, ich habe jetzt einen Haufen Kryotheum. Also gelendes Kryotheum. Mhm. Das heißt, ich könnte bei Tai jetzt eigentlich noch den Reaktor anfangen aufzubauen. Ja, dann tu das. So, was haben wir gesagt? Hat Grundfläche 5x5. Jo. Damit alle vier Seiten Nilorium kann. Ach scheiße, es ist drin stehen. Ich höre nix. Ich wusste doch, da war noch was. So, wenn die zwei hoch sind. Mal 4 sind 8. Neon Brennstäbe 8 haben wir sogar. Eigentlich total ärgerlich, weil das jetzt totale Verschwendung war, aber ja gut, dann ist es jetzt so. Aber das stimmt ja hier trotzdem was nicht. So, was willst du, du Gierschlund? So, da. Oh. Oh. Nein, die frisst du mir jetzt nicht weg. Hörst du jetzt mal auf? Gib die wieder. Danke. Ach nö. Lass das. Lass das. Lass. Eieiei, also gleich kriegst du eins an der Ordnung. Frech. Gut, dann fange ich hier an. So. Kommst du bitte mal da raus? Ich
Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist, dass ihr immer der Meinung seid, euch dahin stellen zu können, wo ich gerade bauen will. Also es ist, weiß ich nicht, es ist echt eine Krankheit. Wie viele von den Truhen hast du denn inzwischen? Eine. Weil du immer von der Mehrzahl von ihr sprichst. Nee, ich spreche von Stan, ne? Was? Und der Truhe. Ich bin noch nicht mal bei dir in der Nähe. Ich weiß ja nicht, was du gerade siehst. Aber warte mal, Endstone, du willst jetzt aber nicht dieses Haus hier für eine Enderlily bauen, oder? Nein! Gut. Ja, Reaktor. Mittig? Nein, oder da hinten. An der Wand? Hierhin so gerne. Hier irgendwo hin. Bitte. Hierhin so gerne, okay. Mhm. 2, 3, 4, 7, 10. Diese Truhe, ich schlag sie gleich zusammen. Was wird da doof gebaut? 12 minus 7 sind 5. Ich kann es nicht mittig bauen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das heißt eigentlich wieder. Ha? Das gleiche Thema hatten wir gerade bei mir mit meiner Tür und dem Zement, der dort steht. Beton. Der Beton. So, Truhe, komm her. Komm her. Wo ist deine eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wie sie sich rumtreibt. Ist sie wieder in die Falle reingelaufen oder was? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Ich eigentlich zwei von denen. Hast du zufällig Carpenters Treppen mit? Nee, ne? Nee. Sollte ich sowas mit haben? Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe ja nur gefragt. Das müsste reichen. Warte mal, was habe ich denn hier jetzt gebaut? Keine Ahnung. Ich bin doch total dämlich. Weil? Weil? Ich brauche doch bloß eine Grundfläche von 5x5. Nicht 7x7. Ach Gott. Mann! So. Nein. Mal gucken, ob ich das gebacken kriege, noch eine Treppe zu bauen. Ehrlich. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wenn ich ehrlich bin.
Bei so ein Zweierbreit wäre nicht schlecht, glaube ich. So. Schluss, ich brauche noch einen Schluss. Mache ich eine Zweier? Ruhe. Das ruckelt bei dir hier auch. Gerade bei mir, für mich, also jetzt eher nicht. Ach, ich mache eine Zweierbreit. Außerdem kommt man hier eh nicht raus. Ja? Nee, alles gut. Bin doch noch gar nicht fertig. Im Reiseanker, da brauchst du das Ganze nicht antun. So. Ja, das ist aber doof. Hier ist ja Wand. Ah, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Oh, Truhe, komm her, du Kacke. Mann. Das geht nicht. Das ist aber ein bisschen ungünstig hier, finde ich. Das finde ich aber richtig doof. Was denn? Die Treppe. Ach so. Das finde ich ein bisschen doof mit der Treppe. Ein bisschen. Ein bisschen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das nach oben hin mache, weil der ist ja noch ewig lange nicht fertig hier, der Gute. Ah, komm. So. Wo ist mein Hammer? Du willst mich doch echt verarschen, oder? Danke. Das war echt ein bisschen doof. Thai und Carpenters. Mhm. Wobei ich ja fast schon finde, dass sie hier... Krass, das sieht richtig krass aus. Und das heißt jetzt wie? Was? Wie heißt das Zeug jetzt? Welches Zeug? Das, was du da jetzt reintust? Kryotheum. Kryotheum. Also gelendes Kryotheum ist das jetzt. Wow. Gelendes Kryotheum. Kryotheum-Staub. Einmal mit gelendem Kryotheum. Thermal Foundation. Kannte ich gar nicht. Bist du da reingeplumpert? Gerade eben kurz, ja. Macht das doll, Aua? Ja. Das ist das Gegenteil von Lava.
Ah. Warum ist da Schnee drauf? Ja, weil es so kalt ist. Weil es kalt ist. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Also, nicht schlecht. Komm. Oh, komm da weg. Warte. Jetzt. So. Ja. Dann brauche ich hier unten noch irgendwie ein ME-System rein. Ach Gott, wie war denn das jetzt? Konfigs wieder angucken. Und dann mal die Lorie mitbringen. Ach ja, oh, wieder ein Typ mit Jelorium, ne? Ach, scheiße. Was? Schon wieder Jelorium. Ja, dann musst du dann mal gucken, wie du das hier herkriegst. Naja, da soll ja ein neues ME ran. Ja, dann musst du gucken, dass du halt Jelorium dort immer drin hast. Ja. Ja. Denkst du bitte an deine Zeit? Ja, ist alles gut. Ja, in den letzten zwei Folgen warst du drüber. Ja, und? Werde ich jetzt verhaftet? Ja. Ach so. Weil du darfst nur 30 Minuten Folgen machen. Darf ich? Ja. Warum? Jede Sekunde drüber bezahlst du Strafe an dich. Hm. Na, das ist ja interessant. Warum sitzt der Hund denn jetzt hier? Wer war an meinem Hund? Newland? Warst du an... Nein, war ich nicht. Komm her, du... Komm her! So. Was wollte ich denn jetzt hier, eigentlich? Achso, jetzt weiß ich's wieder. Ich sag jetzt trotzdem mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du Lust hast, sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss! Tschüss!